Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Busfahrer Maximus. Ich begrüße euch zum Euro-Coach-Simulator. Euro-Tag-Simulator. Zum Part 2. Wir haben es ja nicht ganz so geschafft beim letzten Mal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die anderen Touristen noch vom Abholpunkt abholen und dann zur Fähre bringen. Ja, das müssen wir schaffen. Wir machen den Motor an. Oh, der ist ja noch an. Dann machen wir die Türe zu. Ja, eigentlich war es ja gar nicht geplant, hier zwei Folgen zu machen, aber ich habe gesehen, ey, Junge, das ist aber ja wirklich Zeitverzug und Abfahrtsplan. Ja, und für Urlaubsvertretung, wie das Video hier ist, oh Gott. Oh, was ist denn das für ein Chaos hier? Ach, hei jemine. Ja, das ist doch schon wieder hier. Baby! Jetzt haben wir aber richtig Druck. Jetzt haben wir richtig Zeitdruck. Jetzt müssen wir mal ein bisschen agieren. Also wir haben noch 200 Kilometer. Und die Fähre... eigentlich wollte ich um 20 Uhr am Wegpunkt sein. Aber 20.30 Uhr haben wir es jetzt. Da holen wir die anderen Leute ab. Und dann haben wir ja noch die Fähre. Die müssen nämlich schon frühzeitig einchecken, um dann mit der Fähre ja wieder auf die andere Insel zu fahren. Die da runter halt, ne? Uiuiui. Ja. Das ist ein. Das geht auf Herz, sage ich euch. Macht euch nicht so viel Stress. Aber ich bin ein falsches Beispiel, weil ich mache mir selber immer überall Stress. Man will allem irgendwie gerecht sein, ob nun privates, Arbeit oder hier YouTube. Aber nicht allen kann man gerecht werden. Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, weil sonst kann man ja, dann würde ja alles super laufen und man würde an sich selber nicht arbeiten. Das ist immer ein Prozess, wie in allen Lebenslagen muss man an sich und an manchen Gegebenheiten immer arbeiten, ob es nun im privaten oder im beruflichen ist, ne? Und hier YouTube-mäßig bin ich ja selbst ein bisschen der Idi. Warum mache ich mir so einen Stress hier vor der Urlaubszeit? Aber ja, das Ziel, ne? Ihr wisst das Ziel. Danach wird es besser. Da muss man halt nochmal ein bisschen so die Arschbacken zusammenkneifen und deswegen kann ich Leute nicht verstehen, die überhaupt nichts machen. Und dann so, ihr sollt mal eine Woche mit mir tauschen, dann wissen sie, was Stress bedeutet. Aber ich werde den Urlaub auf jeden Fall genießen. Einfach mal YouTube-freie Zone. Das wird einfach mal sehr entspannt werden. Oh, Baby, eigentlich habe ich ja schon beim Video mit dem Flixbus durch Deutschland, habe ich ja gesagt, dass ich Hunger habe. Jetzt habe ich auch noch eine Scherzen. Haben wir schon 12.16 Uhr. Familie ist nämlich ausgeritten. Hat gesagt, nein, pass auf. Das bringt alles keine Punkte. Du machst ja nur Stress. Wenn ihr deine Videos nicht machen kannst. Dann reiten wir einfach mal aus. Ja, gut so. Baby, das läuft. Öl, nur fahr doch mal mit deinem Schwarzmüller-Auflieger. Was ist denn für ein Truck hier vorne dran? Ach, da vorne ist schon meine Dings. Gucke an. Da kann ich ja gleich meine Passagiere abholen. Und dann werden wir... naja, baut mal schön. Da vorne, was scheint das für... Oh, es sind ja so viele LKWs. Es hat ja keinen Sinn, hier zu überholen. Absolut null Sinn. Naja. So, schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall... Gott, ey. Wie spät wir es jetzt schon haben. 18 Uhr noch was. Ach so. Ach, 20 Uhr sind denn... Ach, so ist das. Ich dachte, der Wegpunkt wird hier... Der andere wird auch noch angezeigt hier. So, gut. Erstmal wieder Bordsteinkante gekriegt. Warte mal, ich muss erstmal wieder richtig hinstellen hier. Das geht nicht hier. Ah.
So, Wabenlinkanlage an. Oh. Okay. Den Motor jetzt ausmachen. Mal zu und nochmal aufmachen. Oh. Okay. Jetzt könnt ihr bitte aussteigen. Wir haben nämlich jetzt noch einen kurzen Aufenthalt hier. Oh ja, die Blinker sehen aber auch fett aus, oder? Junge, 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 Junge. Herrlich. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz auf die Karte. Also, wir hatten... Wenn die sich mal öffnet, wir sind hier auf der Promods. Wir haben jetzt hier diesen ganzen Weg, also von hier oben sind wir hier runtergedonnert, ja. Also ordentlich Schubrakete gegeben. Und jetzt haben wir noch so 140 Kilometer, die wir hier absolvieren müssen. Und ja, da werden wir auf jeden Fall viel Spaß haben. Das werden wir jetzt hier lang fahren. 160 Kilometer. Da haben wir hier den Bereich abgefahren. Das würde ich eigentlich viel mehr genießen, so. Ja, so fahren wir. Wir fahren mal so, genau. Ja, ist hier, wir gehen davon aus, hier ist eine Baustelle. Hier ist alles kaputt. Deswegen, fahren wir los. Motor an. Die Türen wieder schließen. Warnblinkanlage aus. Alle Leute sind eingescheckt. Und jetzt. Ja, jetzt kommt schon wieder das Gemole. Ja, warum ist jetzt schon wieder hier ein Stau? Und was ist da schon wieder passiert? Und was ist hier? Und, ah ja, kann es auch nicht ändern. Boah. Na, dann rum hier mit der Olga. Ja. So. Mama, ja, ich. Jetzt raus hier. Ja, so kommen wir ja nie raus. Müssen wir mal ein bisschen so die Vorfahrt ein wenig ausdehnen, ne? Na los, mein Freund, da vorne. Ja, wird doch nicht so schwer sein hier. Oh, rum hier. Läuft. Geht doch. Ja, jetzt haben wir aber keine Überholmöglichkeiten jetzt mit dem Bus hier, wa? Weil der Eimer hier vor uns ist. Oh, ey. Das setzt mich wieder unter Druck. Oh. Mann, 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 Mann. Oh. Aber wir können ja mal schauen. Vielleicht können wir ja trotzdem mal Auge machen und mal gucken, ob wir hier überhaupt hier mal vorbei zischen können. Das wäre ja... Ja, nee. Ich sehe überall schon Fahrzeuge fahren. Oh, nein! Baby! Das kann nicht Warzenschwein sein. Hilfe! Und ich kenne mich doch, wie ich bin. Ich bin doch dann wieder so hippelig und ich will jetzt unbedingt vorbei und... Was ist hier los? Und... Warum kann ich hier nicht vorbei? Ach, Mann. Ja, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Definitiv. Ja, da vorne ist schon der nächste Bus. Ach, hör auf. Naja, aber die fahren wenigstens zügig. Das kann ich schon mal sagen. Wir sind um 21 Uhr, ja, um 22 Uhr müssen wir da sein, dann müssen wir einchecken. Um 23 Uhr geht die Fähre los, deswegen wird das eine richtig knappe Geschichte. Oh, ey, wenn du immer nur unter so einem Zeitdruck stehst, oh, das ist doch nicht gut für einen Menschen. So, warte mal, aber vielleicht haben wir ja Glück, dass die jetzt woanders langfahren.
sie jetzt geradeaus fahren. Wir müssen jetzt links abbiegen. Naja, gut. Der wollte hier zu uns lang. Nein, nicht dein Ernst, Bengel. Oh, und jetzt noch in der Nacht. Aber warte mal, das könnte ja vielleicht durchaus eine Schnellstraße sein. Da können wir ja richtig lang blasen. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Nee, sieht nicht danach aus. Sieht einfach aus wie eine ganz normale Landstraße. Na toll. Ganz großes Kino. Dann können wir mal nach außen schauen. Wie das... Oh, sieht das nicht herrlich aus, meine Freunde? Lasst einfach ein Däumchen da, wenn euch das genauso im Herz bewegt, wie es mir tut. Ja, hier die Berge so hochfahren, die Sonne im Hintergrund. Das sieht doch... Es ist so ein Bild für die Götter. Nicht wie ich Bus fahre, ne? Das natürlich nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ach, Herr Jemine, und jetzt auch noch ein Polizeieinsatz hier, der uns aber nicht weiter beschäftigt. Wir kommen vorbei. Oh, ist das schön. Also, ich muss ja wirklich sagen, das sind ja schöne Aussichten hier. Erst das bei der letzten Folge, wenn ihr das nicht gesehen habt, an dem Bahnübergang, Chaos am Bahnübergang, Auto blockiert, den Übergang. Und jetzt hier, Busfahrer Maximus hat Stress hier. Oh, Backe. Yes. Das sind ja auch wieder hier ein paar. Da kommt ja ein LKW. Junge, was sind denn das für Straßen hier, die ich mir ausgesucht habe? Hilfe! Aber so haben wir nicht gerechnet. So, lassen wir da mal ein bisschen rollen hier. Ah. Aber da vorne, hoffentlich biegt der denn links ab und nicht so wie ich jetzt rechts abbiege. Was? Blinke, 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 wo willst du hin? Ich sehe es noch nicht. Er fährt geradeaus. Oh, gut. Oh, ich bin hier los, ich bin hier los. So, was sagt? Ah ja. Ich habe richtig viel Zeit verloren. Guck mal. Das war doch erst halb gewesen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, sieht das schön aus. Mit den Bergen. Oh, und den sieben Zwergen. Hoi, hoi, hoi. Da wirkt das Spiel immer ganz anders, wenn man hier, wenn es dann langsam so dunkel wird, ne? Das guckt euch an. Jetzt durch diese großen Scheiben. Natürlich muss ich hier so ein Klimpim drin haben. Ein bisschen ärgerlich. Aber wirkt es schon sehr gut. Ui! Ja. Hey, darf ich nur 50 fahren, wa? Ja, das könnte abhaken. Der fährt ja vor mir und. Doch, der fährt ja 50 vor mir. Schneller geht doch gar nicht. Auch da drüben das Wasser. Und jetzt da einfach schön. Stellt euch vor, wir sitzen jetzt so schön am Wasser. Ein schönes, kühles Getränk. War jetzt noch so nicht zu extrem. Also zu warm mag ich es auch nicht. Ja, da bin ich auch nicht der Freund davon, ja. Haben wir eine schöne Brise und dann sitzt du da, schlürfst dein Getränk. Und hier in der Hut hier, ne? Warst schön baden gewesen, genießt das alles, kannst noch ein bisschen Leute beobachten, weil da so eine Flaniermeile ist. Es war in Kroatien halt schön, wo wir waren. Und dann kannst du dann
wenn Essen auf entspannt genießen, ja. Das ist ja ein Problem auch bei mir, ne? Ich bin ja. Bei mir wird die Luke aufgemacht, zack, 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 rinn in die hohle Frucht und dann ist da alles wieder vorbei. Ja, das ist ein Problem bei mir. Oh. Aber wenn der bremst jetzt, dann sitze ich hinten drauf. So, was sagt das Zeitmanagement? Eine Minute noch. Wir. Es war schon 22. Und wir müssen noch diesen komischen Bogen fahren da. Weil die Straße ist da auch gesperrt. Also nur Stress heute. Nur Stress. Ey, überleg mal. Hätte ich gar nicht in ein zweites Video reinpacken können. Es war schon ganz gut so, dass ich jetzt hier noch das zweite Video mache. Das ist dann auch für mich... Oh, guck mal hier, die Sterne da oben. Oh, ja, wer Lust hat, kann mal anfangen zu zählen. Und zum Schluss könnt ihr mal sagen, wie viele Sterne wir hier über Sardinien zu sehen sind. Alternative gibt es wahrscheinlich auch... ja, Google. Natürlich müsst ihr auch beachten... Ich habe das hier am 4. Oktober aufgenommen, das Video. Nur mal so als Info. Warte mal, was das sagt. Ja, oh, schon 3 nach. Also wenn der jetzt auch da lang fährt, dann fahren wir geradeaus. Dann ändere ich das, ja. Weil das mache ich nicht mit. Da vorne ist nämlich schon das Ziel. Wir haben eigentlich nur noch 50 Kilometer. Vom Ziel. Die müssen eigentlich jetzt einchecken. Die werden da hinten nämlich total nervös. Mitfahrer. Ist ja auch verständlich. Nein! Ich sag's doch! Ey, die... Nee. Also, wirklich. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum muss der jetzt da lang fahren, wo ich lang fahre? Also, das, gibt's jetzt nicht, ey. So. Oh, haben wir wieder Zeit gewonnen. Straße wurde doch geöffnet. Das siehst du. Aber manchmal hat man auch Glück, ne? Oh, können wir jetzt noch eh auf entspannt machen. Aber es war schön, mal hier in der Nacht lang zu fahren. Und diese riesen Scheibe hier vorne, ne? Ehrlich, man sieht es richtig schön für was, ne? Ja, das ist doch... Auf komplett entspannt hier. Wir können mal Fernlicht machen. Ach, brauchen wir gar nicht. War hell genug hier. So, aufpassen nicht, dass wir nochmal geblitzt werden. Das wäre jetzt ein bisschen schlecht. Ah, siehst du, hier ist nämlich wieder Polizei. Aber ist ja mal so richtig, gemütlich. Mal hier in der Nacht. Ah, Winter machen wir dann auch nachher mal wieder. Also wenn Winter kommt, also nach dem Urlaub will ich den Herbstmod reinmachen. Und dann gucken wir mal. Ey, ich erwisch mich jedes Mal selber hier lang zu cruisen. Also lang zu rasen, wie so ein Bekloppter. Oh, war das knapp. Ich hätte jetzt fast den Poller da weggenommen. Oh. Oh, ich bin so entspannt jetzt. Nein, 22 Uhr. Ah, hör auf. Hör auf. Jetzt bin ich noch vorbeigefahren. Ich muss hier rein. Oh, ey, was ist das für ein Weg hier? Ich hab da gehangen, ja, aber ich hab mit Absicht nicht nach außen geguckt. Also schwierig hier mit dem Navigationssystem hier da das zu sehen, ne?
So, hier ist der maritime Hafen. Wir haben's. Glaube, haben wir hier eine Uhr? 22 Uhr? Wir haben es geschafft. Also. Ein bisschen ins Licht hier. Wir haben es geschafft. Oh, bin ich stolz auf mich. Pünktlich. Da, was ist denn das? Eine alte Burg oder so? Schön. Ja, wir haben es wirklich geschafft. Auf die letzte Minute, also wirklich 22 Uhr, hatten wir gesagt und wir sind 22 Uhr angekommen. Wow, super. Ey, ich bin echt glücklich. So, und ich hoffe, ihr seid auch glücklich und es war für euch eine erholsame oder eine unterhaltsame Folge. Und ihr habt ein bisschen mitgefiebert. Wenn wir sowas nochmal machen wollen, dann können wir es gerne unten mit das reinschreiben. Andere Strecken, ja, haut es einfach rein. Und ja, bald ist der Maximus wieder da und dann geht's wieder los mit. Ne? Also, ich bin erstmal raus, wünsche euch noch was. Ich sage haut rein, macht's gut. Bye, bye.